iPhone, herzlich willkommen zu einem Video. Ich bin immer noch krank, aber das juckt mich nicht. Denn wir zocken heute ein neues Game und zwar Counter-Strike. Ich habe von vielen gehört, dass es ein nices Game sein soll. Ich habe noch nie was davon gehört, noch nie was davon gespielt. Ich auch, also, weil ich davon nicht gehört habe, war wahrscheinlich, weil es erst vor einem Monat oder so Release ist, also halt Beta. Aber halt Close Beta. Wenn ihr wollt, könnte ich noch zeigen, also in einem nächsten Video, wie man das zocken kann. Ist eigentlich ganz einfach, also ist nicht so schwer wie bei den ganzen anderen Games. Aber bevor wir in das Game reingehen, würde ich sagen, gehen wir in das Opening rein, weil das Game hat nämlich ein Opening und ich habe gesehen und dieses Opening war halt im Game drin bei diesem Ladebildschirm und das sah schon übel geil aus. Ich wollte einfach mit euch mal gucken. Das war wirklich sick. Okay, let's go. Ja. What I want to say, I've been so big in your shadow. I'm sure to all for me. Opening schon mal richtig geil, Digga. Ich feier die Musik auf jeden Fall. Aber das sieht doch schon übel geil aus. Nicht schlecht aus. Ah ja. Okay, Bro, what the fuck? Digga, dieses Opening könnte einfach straight aus einem Anime sein. Holy shit. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins Game rein. Das Opening war schon mal mega sick. Das ist hier das Tutorial. Es gibt verschiedene Roles. Striker, Ranger, Sniper, Defender, wie du es gerade erzählt. Oh, warte, ich mach mal kurz Sound an. So, und dann muss man die halt hier placen. Was ich nicht so geil finde, ist Autoplay, aber jeder soll selbst wissen. Habe ich schon gesehen, dass es gibt. Alle haben verschiedene Skills. Es gibt verschiedene Truppen, also halt, oder halt Gegner, zum Beispiel fliegende oder halt normale. Mich hat das Game im Laufe, wo ich das gespielt habe, übel an Clash Royale erinnert. Also man hat ja auch diese Bar, wo man so Kosten hat und dann Truppen placen kann, aber es ist halt nur Anime in 2D und halt ein bisschen anders. Aber es erinnert mich schon ein bisschen an Clash Royale und das Game hat auch einen PvP-Modus, das wird auf jeden Fall interessant. Aber sonst gibt es da noch Endbosse und man kann einfach die Charakter weiter leveln und halt in der Story progressen, wie halt in dem anderen Gacha-Game. Okay, wer ist der? Ah, okay, der hat ein Schwert. Ah, das war der im Trailer, ne? Ja, ah, seine Ultimate. Okay, einfach ein Haus geworfen, ja, chillig. Und bei den Loading Screens haben immer so kleine Comics, das ist aber ja auch geil. Ah, es gibt auch noch so Spells. Ach so, von dem Schiff. Ah ja, interessant. Okay, die eine. Die hat auch ein Schwert, okay. Zwei Schwerter? Das sind zwei Schwerter. Der hat ein Katana. Ja, okay, die hat zwei Schwerter. Ah, okay, die hat eine Range-Waffe. Oh, und noch drei Soldaten. Interessant. Okay, die sind auch ranged. Und das ist der Boss. Okay, nice. Was, sie können hinter uns spawnen? Ja gut, ne? Ich mag diese Soldiers auf jeden Fall. Die kriegen auf jeden Fall übel ab. Ich aktiviere mal hier die Ult. Okay, wenn das nur gehen würde. Ah, okay, dann gibt es wahrscheinlich so eine Map. Ah, ja. Ich muss mir auf jeden Fall nochmal die Namen merken, weil ich kenne die gerade gar nicht. Ah, das ist koreanisch, das höre ich direkt raus. Das ist koreanisch. Wen mache ich jetzt erst rein? Ich glaube den Katana-Typen. Ja, okay, der dasht einfach durch.
Und dann die noch. Die zwei Drohnen. Okay, die zwei Drohnen sind in der Luft. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Auch nochmal die Schwerttypen da. Okay, der Typ ist gestorben. RIP. Ich setze ihn nochmal. Hat keiner Ultimates? Ja gut, dann mache ich nochmal die Soldaten hin. Okay, hier. Oh, okay, der ist schon down. GG. Ah ja, alles klar. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf Pullen. Okay, ich bin Level 2. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf... Das sieht übel geil aus, what the fuck. Ich freue mich auf Charakter-Pullen. Das sah mega geil aus. Okay, Ranking unlocked. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe noch was anderes unlocked. Ach ja, das Game ist komplett auf Englisch, Digga. Obwohl das komischerweise auf TapTap runterladen muss. Und es ist... Ah, jetzt kann man pullen. Oh! Oh! Ho, ho. Okay, ich weiß jetzt auf jeden Fall, was krasses ist. Das ist, glaube ich, Freestar. Ja. SSR. Ist das normal, dass man am Anfang das bekommt? Ja, oder? Okay, sieht auf jeden Fall sick aus. Hat die auch einen Katana? Okay, zwei Star ist er. Okay, der Bazooka-Typ. Linksien. Okay, Digga, die hat zwei MGs. Okay, Digga, entspannt euch. Auch zwei Sterne. Zwei Schwerter. Gabriel Jungse Victorious Breaker. Bester. Was ist das? Ist ein Tower? Ja, Fiona Lowell. Einster, alles Einsters jetzt. Okay, Yuna. Irie. Und ein Soldat. Die Soldaten finde ich geil. Die feiere ich. Rifleman. Ah ja, das ist natürlich wild. Nina, Striker. Zehner. Das war, glaube ich, ein Zehner-Pull. War auf jeden Fall mega wild. Ich nehme mal an, dass es normal ist, dass man am Anfang ein SSR-Charakter bekommt. Nehme ich mal an. Ey, was muss ich jetzt machen? Check other candidates. Oha, Elisabeth, nochmal SSR. Ah, ich habe nochmal gezogen, okay. Laura. Interesting, SR. La Kapsel. Evelyn. SR. Fionn. Wieder die. Man kann die, glaube ich, upgraden, wenn man die zu oft bekommen hat. Okay, die ist nur noch R. Irie auch. Oh, ein Sniper. Okay, das sieht wild. Okay, die sieht wild aus. Wieder fetten Sniper. Okay, Nina. Shim. Ja. Oder? Ah, man kann, glaube ich, rerollen. Das ist, glaube ich, Reroll. Ah, verstehe. Fuck, für wen soll ich rerollen? Das ist die Frage, ne? Für wen soll ich rerollen? Shit. Scheiße, aber ich glaube, ich gehe einfach mal mit R. Mit der meine ich. Mit Evelyn, Laura und, der ist nicht so wild. Okay. Das ist ein cooles System auf jeden Fall. Ich glaube, ich gehe mit E. Wenn nicht, kann ich immer noch rerollen. Also mir einfach neuen Instanzen machen oder so. Interessant, interessant. Okay, was gibt's hier oben? Ein Brief. Oho. Okay. Das sieht wild aus. Normal Recruitments. Okay. Ja, nur Yellow, schade. Eins da. RIP. Auf jeden Fall. Okay, es war nur einer. Ach so. Komm schon. Schade, zwei Star. Oder? Nein, es sind drei Star. Okay. Seong Jun.
Ranger, okay, interessant. Noch ein... Oha, what the fuck? Kyle Wong. Noch ein Freestar. Er ist auch Ranger. Okay, nice. Ein SR. Wild auf jeden Fall. Okay, das war's dann. Ich glaube, jetzt könnte ich skippen. Okay, krass. Die Charakter sehen für wild aus. Interessant. Kosten die nicht Task Planet Points 100 obtained? Points that accumulate every time you pause the recruitment advance of the Task Planet. Use for buying special advance content point shop. Warum konnte ich das nochmal machen? Kann ich das nochmal machen? Ja, kann ich nochmal machen, what the fuck? Wieso geht das denn? Oh, okay, okay, nochmal SSR. Okay, Digga, okay, entspannt. Noch ein, okay, ein Sniper. Okay, das ist wild. Noch ein, what the fuck? Esther Rosa. Die habe ich mal gesehen. Wild. Okay, den Rest skippe ich. What the fuck? Wie viel habe ich schon bekommen? Digga, ist das normal? Ich glaube nicht, ne? 10 free recruitments a day during the event. Warum kann ich denn weitermachen? Okay, wieder ein SSR. What the fuck? Ich habe die nochmal bekommen. Okay, das ist wild. Nochmal ein SSR. Die ist wild. Ranger, nice. Shin. Den Rest skippe ich. Den Rest. Okay, die SSR sind auf jeden Fall wild. Ich will mal kurz... Ich verstehe diese Dings dann nicht. Ah, doch, verstehe. Wahrscheinlich sind die Dave schon abgelaufen und man kann halt einfach Recruitments machen. Okay, ein SR, das geht klar. Schade aber. Okay, die kenne ich nicht. Okay, die kenne ich auf jeden Fall nicht. Ah, RIP. Nur eins da. Okay. Belastend auf jeden Fall, belastend. Nochmal eins da. Okay, jetzt weiß ich, dass es auf jeden Fall Lucky war. Okay, die kenne ich nicht. Okay, SSR schon wieder, nice. Wer ist das? Ah, verstehe. Nanahara. Nanahara. Alles klar, okay. Das ist auf jeden Fall... Ich belasse es mal jetzt dabei. Denke ich mal. Ich habe auf jeden Fall sehr viele SSR bekommen, das ist klar. Ich nehme die mal rein. Den Typen. Habe ich den Sniper irgendwo? Das ist die, ne? Alles klar. Wo sind jetzt meine Legendaries? Ja, ich sehe die nur vier hier. Okay, ich mache meinen Typen hier hin. Machen wir die Nahkämpfer rein. Hinten mache ich die Troops. Hier, Legendary. Der kostet ein bisschen mehr, deswegen dauert das etwas länger. Den Rifle-Typen dann, rein da. Okay. Ich sehe schon, die Legendaries kosten viel mehr, sind aber dann wahrscheinlich stärker. Okay, die Ulti von meinem. Okay, sein Haus, Digga, chillig. Mach den Sniper mal rein. Nice, okay. Alles klar. Die kosten auf jeden Fall mehr. Die Legendaries sind besser, aber die kosten mehr. Das ist interessant. Ich verstehe auf jeden Fall den Playstyle von dem Game. LOL, what the fuck? Okay, die habe ich noch nicht gezogen. Okay, das ist interessant. Ich wollte gleich mal mein Video schon beenden, aber ich habe gedacht, einmal pullen geht doch. Okay, interessant. Neuer Charakter, das ist auf jeden Fall wild. Dann würde ich sagen, was mit dem Video? Das war's mit Counter-Side. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also ich fand es auf jeden Fall mega nice, also ist mal was anderes, auch wenn im Anime-Stil, gefällt mir sehr. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und ciao.